Ja, herzlich willkommen wieder zu MotoGP 14. Wir sind in Argentinien und ich würde sagen, starten wir einfach gleich los zu einem schnellen, knackigen Rennen. Startaufstellung. Ja, alles hier ganz schnell. Ich auf der 10. Position. Ja, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ein bisschen weiter vor wäre ich hier gekommen, aber zeittechnisch bin ich da jetzt nicht ganz so gut drauf momentan. Deswegen muss das jetzt relativ schnell gehen. Schnelle 9 Runden hier in Argentinien. Los geht's. Wir wollen ja auch weiterkommen in der Karriere. Aber okay. Okay. Passt. Alessandro. Kallio. Salom auch da. Sehr schön. So fahren wir mal ganz entspannt hier die ersten Kurven. Aber aufpassen, nicht den Anschluss verlieren. So entspannt sollte man auch nicht fahren. Na, Salom schon kleine Berührung gehabt da jetzt. Und da hat er schon auch den Schwung verloren und den Anschluss nach vorne. Der Anbremspunkt hier nicht verpassen. Doch mir Ecke da. Der Überraschungsdritte, glaube ich, vom letzten Grand Prix. Aha, wieso treibt es mich da so weit raus? Da fahren sie auch schon zu dritt nebeneinander. Kallio hier, Lüthi und Sandro. Damit geben sie den beiden vorne schon wieder Luft. Ich glaube, Vinales kämpft da schon wieder mit Rabatt, glaube ich. Wenn ich nichts verschaut habe. Man geht einer ein bisschen weit raus. Einer von den VDS-Leuten. So, und erste Runde hätten wir mal halbwegs gut auf P7 und Anschluss hier an die Spitze relativ gut noch überstanden. Und eine andere Linie, ja okay, weiß nicht, so Bombe. Corse hinten schon wieder an den Salon vorbei. Oh, da können wir sie relativ gut reinbremsen, sehr schön. Das gefällt mir. Sandro, ja, jetzt haben wir Sandro wieder wieder aufgehalten, das gibt's ja nicht. Erstmal die falschen Leute. So, wir wollen wieder ein bisschen Schwung holen, mal schauen, ob das bringt. Und dafür rutscht man hinten ein bisschen mit dem Hinterrad. Aber, ja, ja, okay. Mir ist die Linie fast ein bisschen lieber. Beide gleich ein bisschen Kampflinie. Kallio und Lüthi, aber noch dran her an der Spitze. Also an den beiden Top-Piloten von der Saison. Und Vinales wieder mal vorne. Mal schauen, ob zum Schluss auf der Ziellinie dann wieder Rabatt, der schnelle Racer, da ist er schon wieder vorbei. Wenn sie wieder ein bisschen abwechseln, ich glaube 17.000 waren das letzte Mal Rabatt. Vor Vinales war und ich habe auf Vinales gehofft, wäre ein paar D letztes Mal Weltmeister geworden ist und fast der schnelle Riss unterm Strich. Was nicht immer gleich ist, aber für die WM wäre es auf jeden Fall besser, wenn er da ein bisschen gleich mithalten kann und zumindest jetzt vielleicht den ersten machen kann. Dass er nicht da von Anfang an gleich absetzen kann, Rabatt, wäre natürlich dann sehr schade, WM-technisch. Wird vielleicht das nächste Jahr interessant, wenn wir dann ganz vorne mitmischen unter Umständen. Einer ganz Top-Maschine dann. Mit der Bonz im Idealfall. Sicher die Mack VDS ist auch geil, wollen wir nicht reden. Schauen wir mal, welche Angebote bekommen. Aber ich wünsche mir eben persönlich die Bonz. Gefällt mir auch designmäßig noch geiler. Noch besser. Sehr schön, jetzt sind wir da an Lüthi vorbeigekommen. So, Windschatten rein. Na, lassen wir Lüthi da mal so ein bisschen vorbei. So, hier, boah, traue ich mich nicht so spät bremsen, dass wir da nicht vor der Menge mitnehmen. Meine Kurve ist eher die Startziel dann.
Dafür bremsen heißt es mit der Mod. Ja, da kommt er sicher besser raus wieder. Ja, genau, so ein bisschen seine Kurve mehr. Hier, die Passage ist so geil, da links rein so. Wie draußen auf einer Landstraße ein bisschen so. So eine Wanne rein, ganz leicht. Dann gleich wieder raus oben. Oh, jetzt beide Mark VDS vorne. Jetzt sogar Kallio, glaube ich, gerade erster. Jetzt haben wir ein bisschen, aber geht noch. Bin noch vor Lütti. Ah, da legen wir gleich wieder einen Strich hin hier. Aber weggerutscht und dann nach hinten. Weh, Sandro ganz weit weg wieder. Ach, schade. Jetzt bin ich auch nicht ganz hier getroffen, wieder die Linie. Hinten der Bremspunkt, aber wir sind dran an den Top 3 hier. Schaut ganz okay aus. Ah, okay, ein bisschen zu viel gewollt leider. Ah, der Schwierlitti, der laut da hinten. So, so, sollte ich aber wieder halbwegs rankommen, wenn ich da eh halbwegs frei fahren kann. Kann ich hier meinen Bremsbogen nehmen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da bin ich auch jetzt der einsame Kämpfer hier gegen die Mark VDS, Leute. Ja, sieht Kallio vom Speed, ja, vom Speed her. Ja. Bei den dreien vorne dabei. Es ist immer leider der Startplatz und dann kommt er phasenweise eben hin und wieder mal ins Getümmel rein und dann ist er hinten und dann ist er auch schon wieder vorbei. Das ist eben leider nur das Problem. Das ist wirklich nur das einzige Problem hier beim Fahren, muss man sagen. Wow, Leute. Uiuiui. Jenseits von Gut und Böse wieder gebremst. Jetzt hab ich mal aus. Ja, die ist gar nicht so schlecht, meine Linie. Rot am Strich ist das sogar ein bisschen besser. Na ja, gut, jetzt sind wir wieder relativ gleich auf. Das ist da vorne wie alles ein bisschen schräg wieder auf der Maschine, schon auf der Geraden. Ah, merkt auch Endgeschwindigkeit dann doch um einen Ticken noch schneller hier, die zwei Top-Maschinen, die zwei Top-Teams. Um eine Spur, aber doch. Man merkt es dann hinten hinaus, im letzten Gang glaube ich vor allem. So, ich müsste jetzt eh schon Bremse, glaube ich, Stufe 2 haben. Die habe ich jetzt da im Training und Warm-Up und Quali. Die Stufe 2 mit den drei Bags da eigentlich gemacht. Das heißt, da müsste ich auch schon ein bisschen besser wieder sein. Na, ich will da die drei jetzt nicht wirklich stören. Na gut, ich meine, im Endeffekt bin ja ich jetzt dabei da. Auch kein Thema. Na, das ist noch gut rausgekommen. Na, was nehmen wir da jetzt wieder alles einfach mit? Hängen wir es mal hinter den Kallio. Uiuiui, Leute, ganz ruhig bleiben. Ah, jetzt haben wir Vinales wahrscheinlich hinter uns. Uiuiui. So, Rabatt, leicht berührt. Ah, da kommt er sicher wieder. Ja, wieder, das ist ja auch so behindert, dass er da nicht vorbeikommt. Sollten wir wieder aufmachen, dass ich nicht hinten drauf fahre.
eine 6 von 9, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Na, hier wieder der Fehler leider hier bei Kalle, da schaut er wieder in die falsche Richtung kurze Zeit. Kommt da eh keiner, jetzt wieder 3, 6 Pfeile hinter mir. Da könnte jetzt einer kommen, da habe ich ihn schon wieder gesehen, na, ist noch hinten geblieben. So, nicht da so behindert, bitte übers Körper fahren, danke. Unser Sturz, der eine. Den spulen wir natürlich zurück. Jetzt wird das so viele Runden schon gefahren im Training und alles, aber bin ich nie hergeflogen. Obwohl ich da schon ein paar Mal da ein bisschen drüber bin übers Körper. Na gut. Genau auf der Kante anscheinend, wenn es passt, dann rutscht man auch weg. Na, wie alles jetzt durch den Kampf, Zweikampf auch von uns. Weg mit dem Anschluss nach vorne leider. Das ist natürlich jetzt ein bisschen behindert. Na, vielleicht gewinnt zumindest Rabatt nicht. Kallio wäre schon mal geil, dass man jetzt ein bisschen was gut macht. Obwohl das schon sehr weit hier weg ist. Ich glaube 26 Punkte waren das letzte Mal, genau. Ja, das wäre nur minimal, wenn er da eins vor ihm jetzt wäre. Ja, darf nicht gewinnen, Rabatt. Im Idealfall müsste ich zumindest auch vorkommen. Das ist noch relativ egal, also wird, dass wir zumindest auf jeden Fall in Punkte wegnehmen. Also mehr oder weniger für uns gut ist und auch für die... Aha, jetzt kommen wir da mal mit Top-Schwung raus. Halten. Ja. Sehr schön. Knappe 2 Runden vor Schluss. Aufpassen auf die 2 Mark VDS. So hier, die Wannenkurve, sehr schön. Keinen Fehler darf man sich hier erlauben jetzt. Nicht einmal 1 Sekunde hinten, Kallio. Startziel, 2 Runden noch. Okay, doch. Relativ guten Vorsprung hat er raus. Sind sie nicht am allerbesten. Ah, Flatterzeit schon. Ist gar nicht einmal so berühmt, die Zeit. Uiuiuiui. Vignale ist komplett weg da vom Fenster, kommt alleine nicht einmal nach hier. Wundert mich jetzt ein bisschen, hat er da einfach aufgegeben. Wir sind da im Zweikampf, wieso kommt er nicht nach hier? Hm. Eigenartig. Also hängen wir im Genick. Jetzt müssen wir mal hier den Notausgang nehmen. Und da geht's auch schon so gleich fast in die letzte Runde. Na, Cockpit können wir da jetzt auch nicht nehmen, das ist zu gefährlich. Unser erster Sieg ist da in Gefahr dann. So, letzte Runde in Führung. Knapp vor den Mark vor den S-Leuten. Und unser Dynavolt. Genau, danke nochmal für den Hinweis. Nächstes Rennen hier jetzt in Misano. In echt.
Wenn ich da jetzt nicht irgendwas komplett verwechselt habe, ich glaube, Misano. Danke nochmal für den Hinweis. Ja, kann Marquez da wieder gewinnen? Wir werden es sehen. Erst einmal hat er gebatzt im Brno. Das ist sogar noch Vierter geworden. Und gleich geht's wieder hier zur Wanne. Ach du Scheiße, wieder da so. Das geht sich immer so blöd aus. Muss man entweder wirklich komplett übers Grüne dann hinten drüber oder man muss einfach noch langsamer fahren, dass man da nicht drüber fährt. Aber der Kurve neigt man einmal schon früher zu bremsen, aber die verträgt viel mehr. Was hier ausschaut. Ich weiß nicht, hinten komplett wegrutschen. Jawohl, sehr schön. Unser erster Sieg hier. Bei der Moto2 mit der Dynavolt GP-Maschine. Sehr schön. Ja, wunderbar. Und Sandro Siebter immerhin vor Luis Salom und Simone Corsi. Wunderbar. Und Kallio vor Rabatt immerhin. Na, immerhin. Schauen wir uns gleich die Punkte an. Da bin ich gleich Zweiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vignale ist auch schon 17 Punkte jetzt hinten. Eieiei. Ja, ich bin da sicher. Ja, ich bin jetzt zwar Zweiter, aber schaut besser aus, glaube ich, als es ist. Schaut, glaube ich, besser aus, als es ist. So, dann haben wir auch super Punkte. Wunderbar. Den Jubel der Mechaniker hat er sich riesig. Den Sieg haben wir uns wenigstens mal rausgefahren. Das Tempo des Rennens bestimmt. Das wird aber definitiv nicht mehr so oft passieren, glaube ich. Kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Aber mal ab. Den einen oder anderen Sieg, den könnte es durchaus schon auch noch geben. Oder Podium. Bei den Teamkollegen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, suchen einen neuen Team schon wieder mal. Wir schauen wir nochmal rein, haben wir gesagt. Oh, die ersten MotoGP. Ja, wie geil ist das denn? Wir könnten sogar zu Karel Abrahams Ding hier wechseln. Aber wir werden das, glaube ich, dann so durchziehen. Also die haben wir dann auf jeden Fall im Angebot. So viel wissen wir schon einmal. Auch wenn wir nächstes Jahr noch Ding fahren, da werden wir nur noch bessere Angebote wahrscheinlich kriegen. So, was hätten wir da jetzt? Theoretisch haben wir da schon alle Moto2 Teams jetzt nur mal. Ja, da können wir schon zumindest Interesse bei allen Teams zeigen. Sehr schön. Da hätten wir sogar noch eine Zwischenstation, wenn wir hier die KI-Expert Sutter theoretisch testen. Oder die Interwetten aus dem Kollege von Tom Lüthi. Brauchen wir aber nicht. Das wäre dann zu viel. Ah, die ist aber noch einen dicken besser als meine Dynavolt. Und auch noch nicht ganz oben. Also Dynavolt 90, die jetzt so 95. Mark for S und Bones 100. Okay. Na, die wird es dann werden. Die Bones. Ja, weiß nicht, ob ich mir da das Interesse schon jetzt zeigen kann trotzdem. Ich kann ja dann trotzdem beim Team bleiben. Aber nicht, dass die dann beleidigt sind vielleicht. Wir werden beim Team bleiben auf jeden Fall. Wenn es zum Schluss hingeht, werden wir dann also nach der Hälfte der Saison werden wir mal. Sorry, schon spät. Wenn wir mal das Interesse bekunden. Ja. Nach einem intensiven geführten Rennen agitieren, dann wird Marquez wieder mal in dem er Charakter beweist. Du, Kalle oder Bad können ein paar Runden lang mithalten, kapitulieren dann aber von
vor Baum. Achso, da fällt der Punkt oder was. Motor 3, Miller gewinnt. Okay. War gerade kurz verwirrt. So, schauen wir uns den Rennbericht an. Die nennen Triumph für Baum, der das Moto2-Rennen gewinnt. Ling. Wir hatten etwas Zweifel bei der Auswahl der Reifzusammensetzung, aber Bernie hat uns die richtige... Sorry, es gibt vielleicht die richtigen Vorschläge gemacht. Ja, im Prinzip fahre ich eh noch immer weich, also von dem her. So, Kallio, erste Reise in die Staaten und jetzt diese Reise nach Argentinien, das schlaucht schon ganz schön. Ja, man merkt es von mir, ich gehe schon die ganze Zeit. Jetlag. Es könnte sein, dass wir heute den Preis dafür bezahlt haben, wenn man bedenkt, dass wir nicht in Topform waren. Topform waren, okay. Können wir mit diesem zweiten Platz schon recht zufrieden sein. Ja. Prinzip schon. So, gleiches Bike, unterschiedliche Ergebnisse. Ist es eine Frage des Setups? Cortese geht hinter Baum über die Ziellinie und fragt sich, wie er sich wohl besser schlagen könnte. So, weil der Marquez nur gewinnt, ist trotzdem noch 15 Punkte vorne. Pedrosa, Rossi, Miller vor Finalterins und Marquez. So, es, oh geil, Jerez, Jerez ist ja wieder so geil, man schaut mal da nicht, ich will es nicht versprechen, aber unter Umständen 100% fahren. Ah, ich hoffe, das lässt die Zeit zu. Ja, 50 Minimum, aber so zwischendurch ein 100er bei meinen Favoritenrennen zumindest. Das wäre schon ganz geil. Da muss ich auf jeden Fall ganz kurz testen, ob das mit dem realistisch eh dann halbwegs passt. Da, aber ich glaube schon, ja, das sollte normalerweise nichts anbrennen. So, genau, ich gehe ins Schlafzimmer, weil ich bin müde, wie wir schon bemerkt haben. So, ich habe auch noch, glaube ich, den einen oder anderen Helm freigeschalten, aber daher gibt es jetzt eh nicht wirklich mehr viel Interessantes. Ja, schwarz und Ding wird es noch geben. Den. Nö, wir bleiben bei unserem gelben Ding, das passt schon. Da können wir dann andere Dinge noch immer wechseln. So, da muss ich aber die Rollo runterlassen, weil da ist ziemlich hell. Da machen wir die Tür zu, da muss man die Rollo runter. Ich gehe schlafen. Danke fürs Zuschauen. Und bis bald, Ineris. Ciao, ciao und gute Nacht.